Herzlich willkommen zur insgesamt zweiten und meiner ersten Folge vom City Skylines Freegather, gemeinsam mit Erik und Malte. Wer den ersten Part bei Erik noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich dringend, das nachzuholen. Der ist in der Infokarte hier oben verlinkt oder auch in der Videobeschreibung. Da wird das ganze Prinzip präzise erklärt und da seht ihr auch den Anfang der Stadt. Grob gesagt ist es so, wir schicken uns im Wechsel nach jeder Folge das Safe Game, nehmen immer für 30 Minuten auf und arbeiten gemeinsam an einer Stadt. Und der Erik hat bereits, wie erwähnt, den Anfang gemacht. Das hier ist die Stadt, mehr habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, ich habe jetzt keine Ahnung, ob mich irgendwas überrascht, ob er irgendwas Böses vorbereitet hat. Aber so wie ich Erik einschätze, eigentlich nicht. Ich denke, er hat einfach ganz normal gespielt. Ich habe hier bei mir einen Timer auf 30 Minuten, an den werde ich mich grob halten. Wenn ich nach 28 Minuten merke, ey, ich habe gar nichts mehr zu tun, dann kann ich auch nach 28 Minuten mal enden. Falls ich merke, ich brauche noch eine Minute, können wir auch nach 32 machen. Ich denke, das sehen die anderen da nicht so eng. Aber ich werde jetzt erstmal den Spielstand laden, mir ganz kurz eine Impression geben und dann die 30 Minuten starten. Wir spielen, soweit ich das weiß, auch mit dem Snowfall DLC, den haben wir uns zumindest alle besorgt, beziehungsweise ich habe ihn mir noch geholt, die anderen hatten ihn bereits und okay, die Zeit ist pausiert, da haben wir, was haben wir hier, da haben wir Wasser und da geht die Stromleitung lang, oh wir haben Windkraft, nice und wir haben scheinbar schon mal zwei aufgeteilte Areale, okay, oh das sieht schon nicht so gut aus, ah hier haben wir noch mehr Windkraft, interesting, das hier ist also die gesamte Stadt bisher und das hier ist Industrie, nehme ich mal an. Gucken wir mal. Ah ja, hier ist ein bisschen Gewerbe. Ein bisschen. Wir starten mal die 30 Minuten. Zack. Und ich starte hier die Uhr. Und wir gucken einfach mal, was denn so gebraucht wird. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen genug Strom. Wir sind auf jeden Fall gut im finanziellen Plus. Wir haben genug Wasser. Wir haben keine so hohe Auslastung. Also sieht doch alles super aus. Ein kranker Bürger. Okay, relativ niedrige Feuersicherheit, also daran könnten wir vielleicht arbeiten. Ich platziere mal... Ja, wobei, ich platziere noch nichts. Ich warte erst, bis ich ein bisschen Geld habe. Machen wir den Dings schneller. 4%. Ja, das sieht auch noch alles gut aus. Mensch, der Erik hat sich ja um alles gekümmert. Das ist faszinierend. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist, dass ich ein bisschen das Stadtnetz vergrößere, oder? Ah, ich weiß nicht, ob ich das Forstgebiet wegmachen will, ist so die Sache. Ich weiß nicht, ob ich dann eher hierhin was bauen will. Aber schauen wir erstmal, ne? Schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, ich habe schon ewig lange nicht mehr gespielt. Das heißt, ich bin jetzt... Oh nein, es fängt an zu regnen. Ich bin jetzt relativ unvorbereitet, aber ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Und ich habe diesmal auch nicht irgendwie einen Streamchat zur Hilfe. Ah, ist das... Ne, es ist, glaube ich, nicht ganz parallel, oder? Ist das so parallel? Ich habe keine Ahnung. Friedhof. Okay, Friedhof brauche ich jetzt persönlich noch nicht. Kann ich auch eine etwas kurvige? Ja. Komm, mach hier mal eine Kurve hin. Das schüttet aber schon ganz schön, ne? Mach mal den Regen aus. Ich weiß, dafür gibt es auch Mods und so. Aber ich habe mir jetzt bisher noch nichts davon installiert. Ich hoffe, ich mache das hier nicht so, dass Erik nachher mit mir böse ist. Oder Malle. Bitte nicht. Ja, da gehen schon die Lichter an. Eigentlich ist es auch gar nicht so schlau, die Zeit laufen zu lassen, aber dann kriege ich nebenbei halt immer mehr Geld, ne? So, haben wir mal ein bisschen hier aufgearbeitet und jetzt können wir eigentlich das alles hier mal... Ah, wobei, ich mache lieber direkt eine Riesensache. Wir können uns auch gleich neues Land kaufen, aber ehrlich gesagt habe ich daran noch gar kein Interesse, weil wir kommen ja zurecht. Also so ist es ja nicht. Wir kommen ja zurecht. Jetzt spiele ich hier die ganze Zeit in der Nacht, weil ich die Zeit nicht umstellen will. Was ein Ärgernis. Aber egal. Ist das beabsichtigt, dass hier noch nicht überall das industriell gemacht ist? Ist dies beabsichtigt? Ja, Altersheim. Altersheim, Maltersheim, ne? So, okay, ich mache hier mal mehr Industrien. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, dass der Rande da noch bleibt. Aber ich will mal erstmal nichts machen. Okay. Also, hier ist... Oh, die haben ein Müllproblem. Die haben ein Müllproblem. Bauen sie zur Müllverwaltung eine Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage? Aber wir haben doch an sich was, oder nicht? Also ich meine, ich kann was bauen. Dann verschwindet hoffentlich das Problem... Okay. Ich sehe Probleme. Dadurch, dass ich hier die Sachen gebaut habe, haben wir nicht mehr so viel Strom. Wie lösen wir das? Das ist eine fortschrittliche Windturbine. Die muss ins Wasser, ne?
Die muss ins Wasser. Die muss dann aber auch mit dem Rest verknüpft werden. Die kann ich aber auch direkt hier dran stellen, oder? Ja, die... Hauptsache, ich nehme die 20 MW mit. So. Und jetzt hoffe ich, dass ich... Ja, so schnell kriege ich auch kein neues Geld, ne? So schnell nicht. Der Stromverbrauch... Ich weiß halt auch nicht, ob der Stromverbrauch einfach in der Nacht jetzt höher ist. Wasser brauchen die Leute auch. Ah, oh, okay. Das liegt aber an mir. Das ist meine eigene Dummheit. I'm sorry. Ich will die Leute natürlich nicht... Na, machen wir so. Nicht hier ohne Wasser lassen. Wie gesagt, lange nicht gespielt und lange nicht gemacht. Also die Leute haben immer noch ein Müllproblem, ne? Die haben überall ein Müllproblem. What the hell? Oder ist das ein anderes Problem? Müllberge, ja doch. Fährt die Müllabfuhr nicht? Habe ich was verpasst? Momentchen mal. Die Budgets für die Müllabfuhr. Ja, hier ist alles normal. Hier ist alles ganz normal. Die Steuern sind normal. Es ist alles, wie es soll. Warum habt ihr denn so ein fettes Müllproblem? Und warum brennt da alles? Ich wollte da so ein Ding bauen, ne? Ich wollte da so ein Ding bauen, hab gesagt, nö, ich warte erstmal, bis das finanziell ein bisschen stabiler ist, ne? Ja, okay, Moment. Pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir können uns doch ein Darlehen holen, oder? Das ist bereits aufgegriffen. Ich würde es folgendermaßen machen, wir nehmen das jetzt. Dann haben wir das Geld, um ein bisschen Infrastruktur zu bauen, weil wir brauchen es ja scheinbar wirklich. Ist das? Ja, das ist ein Altersheim. Ich brauche Feuerwache. Da muss sofort eine hin, sonst ist da abgebrannt. Und hier am besten auch. Wir werden jetzt mal das Geld in die Hand nehmen und ganz viele Sachen machen. Oh, hat das eine weite Range. Ganz viele Sachen machen, die das Leben schöner machen. Und dann werden hoffentlich dadurch insgesamt die Gelder auch hochgehen. So, ich weiß jetzt nicht, ob das schlau ist, direkt daneben zu boxen. Und das können wir da auch mal hin tun. Das heißt, jetzt sind zwar unsere Fixkosten verhältnismäßig hoch, aber wir werden ja auch mehr einnehmen, richtig? So über die Zeit. Ich hoffe aber wirklich, dass sich das mit den Müllbergen jetzt gleich langsam mal regelt. Weil, wenn nicht, dann wäre irgendwie blöd, ne? Dann wäre irgendwie blöd. Okay, pass auf. Hier kann ich theoretisch mehr Industrie hinklatschen, aber na, wir haben eher... Na, wir haben Verlangen nach Gewerbe, ne? Wir haben Verlangen nach Gewerbe. Wo packen wir das hin? Da fehlt schon wieder der Strom. Aber das liegt jetzt daran, dass hier noch nicht die Verbindung stand. Wenn die hier einfach entscheiden, sich nicht zu den anderen zu bauen, dann ist das ja eigentlich nicht mein Problem, ne? Normalerweise, ihr kennt vielleicht auch meinen Spielstil in Cities Skylines. Ich bin normalerweise jemand... Oh, Müllverarbeitungsstadt, das ist wirklich komplette Katastrophe, ne? Es tut sich nichts. Aber wir haben ja eine... Also wir haben ja was dafür. Ist die deaktiviert? Die ist im Normalbetrieb. 0% voll. Da fährt nur keiner hin. Warum nicht? Was soll das? Die Leute haben rote Müllprobleme. Das kenne ich eigentlich nur von Frauen. Okay, wir müssen ein bisschen Gewerbe bauen. Weil ich glaube, wenn die Leute Gewerbe haben, dann sind die auch wieder ein bisschen kaufwillig. Und kaufwillig. Machen wir hier ein bisschen... So. Oh, jetzt habe ich nicht genug Geld für eine Straße, Alter. Ich lebe am Limit. Ich will halt jetzt auch nicht dafür verantwortlich sein, dass Malle in seinem Part so ein richtig katastrophales Safe Game hat und das irgendwie retten muss, ne? Ich will halt auch eigentlich coole Sachen machen. Boah, aber dieses Müllproblem, also langsam nervt's mich. Aber guck mal, es ist ja nichts, hier ist ja gar nichts. Da ist ja nichts los. Können die irgendwie nicht dahin fahren? Oder was geht ab? Ein Verstorbener muss transportiert werden. In der Polizeiwache? Was haben die denn in der Polizeiwache gemacht, dass da Leute sterben? This is America? Okay, damit kann doch hier... Überall türmt sich der Müll auf. Das kann doch nicht sein. Wo liegt der Fehler? Wo liegt der Fehler? Müll. Die wird auch nicht voll, ne? 0 von 15 sind in Verwendung. Also es fährt keiner. Und... Es ist überall Müll. Das ist ganz schlecht.
Was kann ich denn da machen? Wo haben wir denn hier Müll? Also, wenn die von dem Geld nicht fahren, ne? Vielleicht mache ich es mal so. Ich mache hier einen kurzen Cut und ich frage mal, was man da machen kann. Weil das tue ich mir doch jetzt nicht die ganze Zeit an. Ich will doch jetzt nicht, dass die ganze Stadt weiter im Müll versinkt. Der arme Malle. Also, bis gleich. Okay, Leute. Nach einer Absprache mit Erik habe ich das Problem ausfindig gemacht. Wenn ich hier mal auf die Müllverarbeitung gehe, dann seht ihr eventuell, dass an dieser Stelle hier das Ganze einfach abbricht. Da geht es einfach nicht weiter und es liegt daran, dass das hier eine Einbahnstraße ist. Was sehr traurig ist, dass mir das jetzt erst auffällt. Das heißt, wenn ich... Moment mal, wenn ich hier jetzt die Straße einfach einen Ticken verlängere, dann müsste es doch gehen, oder? Dann muss ich hier nichts an Einbahnstraßen ändern und... Oh ja, die Probleme lösen sich. Die Probleme lösen sich. Okay, ich lasse das Budget jetzt trotzdem erstmal relativ weit oben, damit die hinterherkommen. Aber oh boy, oh boy. Und ich tue direkt auch nochmal hier eine zweite hin. Weil oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist sonst eine Epidemie hier. Was auch eine Epidemie ist. Ist ja ganz so ein Scheiß, der hier sonst noch passiert. Warum stirbt die halbe Stadt aus? Ein Verstorbener muss transportiert. Warum sterben alle? Haben wir jetzt wirklich eine Epidemie? Hat der Müll die Leute vergiftet? Ich bin traurig. Okay, was müssen wir denn machen, um Verstorbene zu transportieren? Dafür brauchen wir einen Friedhof. Und der kostet einfach... Oh, der kostet einfach 8000, ey. Okay, komm, gib mir bitte das Geld. Bitte, bitte, bitte. Ich muss nämlich ganz dringend Verstorbene transportieren. Oh nein! Ich habe das Gefühl, ich habe alles kaputt gemacht. Und es tut mir so leid. Wobei ich eigentlich gar nichts dafür kann. Was ich jetzt offscreen gemacht habe, ist hier ein bisschen Wasser zu legen, aber da verpasst ihr ja nichts. Friedhof benötigt. Ja, ich bin dabei. Wo war das nochmal? Hier. Ich brauche halt auch die Moneten dafür, ne? Wo tun wir denn hin? Ballern wir einfach dahin. Oh, nein, 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 nein. Okay, und verlassene Gebäude. Die müssen auch weg. Wie macht man das denn nochmal? Wie macht man nochmal verlassene Gebäude weg? Einfach jetzt und dann da drauf ballern? Ich habe halt absolut keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert, ne? Ihr werdet es mir in den Kommentaren sagen, aber bis dahin weiß ich es wahrscheinlich schon. Kann ich das nicht einfach abreißen? Wo ging das denn? Historisches Gebäude, ja, dann geht's natürlich nicht mehr. Das ist die Planierraupe. Wie reißt man die denn ab? Ich habe keine Ahnung mehr, Alter. Naja. Ist lustig, ist lustig. Gut. On the brighter side, der Einwohnerrückgang geht langsam zurück. Und in der Nacht fangen aber mal ganz viele Leute an, ein- und wieder auszuziehen. Okay, interessant. Ich hoffe langsam, ja, dass die Müllprobleme lösen sich langsam ein bisschen. Strom ist im gelben Bereich, Leute. Strom ist im gelben Bereich. Ich kann leider keine fortschrittliche Windturbine machen. Ah, die bringt halt mehr, ne? Die kostet mehr in der Unterhaltung. Aber die bringt halt auch entsprechend mehr. Baller rein, Bruder. Jetzt haben wir wieder mehr Strom. Dank der grünen Energie, dank der grünen Energie kann ich in der Stadt den Tweet nicht lesen. Jetzt schon mehr Vögel und Pflanzen beobachten. Ja, Lärmbelastung. Okay. Geh weg, Tweeter. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Okay, wie ging das mit der Planierraupe? Das hier ist der Landschaftsbau, hier ist die Planierraupe. Aber ich kann das ja nicht einfach wegmachen. Warum nicht? Warum nicht? Ich will Gebäude abreißen, verdammte Scheiße nochmal. Ich muss das doch irgendwie kaputt machen können. Das ging doch sonst auch einfach mit der Planierraupe. Habe ich was kaputt gemacht in meinem Leben? Oder was ist das? Oder muss ich auf die Straße und dann auf die Planierraupe? Ich verstehe es nicht. Ich bin frustriert. Okay. Wir werden... Ich glaube, wir werden die Nacht kurz durchstehen. In der Hoffnung, dass nichts Schlimmes passiert. Und ich werde irgendwie gucken, dass ich an Sachen komme, die uns Geld einbringen. Was steigert denn die Zufriedenheit der Bürger? Was können wir denn da mal machen? Eine Grundschule? Ja. Parks und Plätze. Lass uns mal einen Park platzieren. Und zwar am besten da... Wo es möglichst wenig Leute umbringt. Ach, wir haben sogar schon ein bisschen Parks. Okay.
Dann brauchen wir... Ne, das ist das Industriegebiet. Hier bräuchten wir mal einen Park. Relativ mittig. Boah, der hat die Zufriedenheit auf jeden Fall schon mal erhöht. Weil ich glaube, zufriedenere Bürger zahlen uns auch mehr Geld. kann ich hier noch irgendwie... Das ist ein kleiner Spielplatz. So ein kleiner Spielplatz vielleicht. Da. Dahin. Vielleicht macht das auch noch Leute happy. Neben den ganzen Toten, die hier überall sind. Hat sich da gerade ein Stromproblem ereignet? Alter, seid ihr alle League of Legends am Stream oder was soll das? Mann, immer muss ich hier gegenstromen. Was soll das denn? Was für eine exzellente Wahl. Ja, ich werde jetzt auch mal bei Grün bleiben, weil soweit ich das sehe, hat Erik keinen einzigen fossilen Brennstoff irgendwo hingebaut. Und ich will ihm jetzt nicht diese Errungenschaft irgendwie zerstören. Bauen Sie Straßen? Ja, ich brauche deine Hilfe nicht. Meiner Stadt geht's super. Unserer Stadt. Ist eine Kommunistenstadt. Okay, also. Haben wir überhaupt schon eine Oberschule? Ja, wir haben eine Oberschule. Wir haben noch keine Universität, dafür sind wir noch nicht fett genug. Und wir haben noch keine Bibliothek, dafür sind wir noch nicht reich genug. Aber guck mal, die Finanzen gehen hoch. Also wir nehmen mehr Geld ein als vorher. Doppelt so viel, in fact. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Was? Was ist ein bisschen teuer? Was ist nur mit den Wasserwerken los? Was? Die Wasserwerke? Okay, was haben wir denn bisher gebaut? Oh, Moment mal. Du bist... Was bist du? Du bist eine Wasserpumpstation. Versorg die Stadt mit frischem Wasser. Und du bist das hier. Okay. Ja, das klappt jetzt leider nicht. Wir brauchen die Wassertürme. Okay. Ist hier überall ziemlich identische Produktion? Das sieht gut aus. Sollen wir die Wassertürme mal hierhin platzieren? So möglichst weit weg von jeder Industrie. Ah... Ich meine, wenn wir jetzt einmal richtig reinschustern, dann haben wir es auch für die nächste Zeit erstmal, ne? Komm, gib mir Geld, gib mir Geld. Gib mir Money. Ich brauche nur ein bisschen. So, und wir brauchen ein Stromnetz, das dahin geht. Nur ein bisschen. Komm, nur ein bisschen. Geht doch. So, ich freue mich schon drauf, dass der Stromverbrauch mich wieder irgendwie knödelt. Diese Toten werden auch nicht abtransportiert, ne? Die haben irgendwie keinen Bock. Ist der Friedhof schon voll? Sind wir so scheiße? oder was geht? Der hat kein Wasser? Und deswegen aber... Wow. Also man kann sich auch wirklich anstellen, ne? Oh mein Gott. Manchmal ist auch echt vorbei und wir haben einen Aufstieg. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch und wir haben einen Aufstieg. Okay. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Plüschtrumpf. Ich weine. Ich bin offline. Okay. Ja, bis wir irgendwann mal eine Klärstation haben, muss ich das leider so machen. Weil... Sonst geht nicht so viel, ne? Ja, ja, neues Gebäude. Ich glaube, um ÖPNV kümmere ich mich erst, wenn ich alle anderen Probleme vielleicht gelöst habe. Ihr seid jetzt verknüpft. Hoffentlich alle. So, ist das jetzt genug Abwasserklärung? Geht da? Ja, guck mal. Also wir haben jetzt auf jeden Fall viel mehr Pumpkapazität und noch viel mehr Abwasserentleerungskapazität. Das sollte reichen. Jetzt gehen auch hoffentlich die Toten weg. So, ich werd ihm jetzt mal nicht in den ÖPNV pfuschen. Ich weiß nicht, ob Malle das machen wird. Wenn ja, dann wäre das schon lustig. Das ist ein bisschen. Oh, hier, das ist doch hier. Snowfall DLC, ne? Straßenbahn ist doch Snowfall DLC. Oder nicht? Ich bin auf jeden Fall nicht gewohnt, das da zu haben. Die Stadt gefällt mir ziemlich gut. Ja, bis auf, dass irgendwie keiner Bock hat, da einzuziehen, ist alles super, ne? Die Leute wollen mehr Industrie. Also zumindest so leicht mehr Industrie. Dann geben wir ihnen mal leicht mehr Industrie. Und zwar... Also langsam wird es eigentlich mal Zeit für einen neuen Ort, ne? Ah. Also neue Fläche, die wir uns mal holen können. 90 Grad, bitte. Danke. Aber wir haben generell ein bisschen Bedarf. Okay. Aber wir können hier eigentlich auch mehr machen. Also so ist es nicht. Wir können hier ganz viel hinbasteln. Ich glaube, da bauen jetzt keine Häuser mehr. Schon wieder Müllberge? Aber ich habe den... Die haben halt jetzt sogar schon... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erwähnt speziell.
die haben 150% Budget, ne? Also die sind schon finanziell die Geförderten in der ganzen Stadt. Das kann doch nicht sein. Vor allen Dingen, da stehen jetzt drei. Drei. Warum gibt es Müllberge? Die sind nicht ausgelastet, die sind verbunden. Die haben auch 100% Wasser. Also so ist es jetzt echt nicht. Also wo ist das Problem? Warum wollen die einfach nicht? Haben die was gegen mich? Wollen die unbedingt, dass alle im Müll ersticken? Wenn ja, sind das echt beschissene Arbeiter. Ich hasse die. Als mal ernsthaft. Was geht da ab? Okay. Ja, ich glaube, es wird wirklich Zeit, einen neuen Bereich zu bauen, ne? Oder zu kaufen. Was kann man sich da denn mal antun? Ich würde das halt eigentlich sehr gerne. Guck mal, 86% geeignetes Baugebiet. Hier sind es nur 49. Hier sind es 99, aber da ist halt die Autobahn. Und hier sind es nur 20. Also ich würde 100% das hier mal ganz schnell kaufen. Und dann würde ich... Oh, es ist Nacht, ne? Ich hasse Nacht. Ich hasse Nacht zum Bauen. Ich weiß, man kann es ausmachen. Aber... Das ist trotzdem blöd. Okay. Let's do this. Lass mal ein bisschen... Ich glaube, das hier ist eine fettere Straße, ne? Was ist das für eine Straße? Ist das eine Doppelstraße? Ja, sieht so aus. Ja, ja, das ist so eine fette Hauptstraße. Dann lass mal das so erweitern. Weil, oh ja, die Leute wollen definitiv einziehen. Das siehst du den links und rechts an. Dann lass mal... Ah, das ist jetzt schon eng an der Grenze, ne? Lass mal so machen. Da so eine Zwischenstraße. Und da so eine Zwischenstraße. Hauptsache, das Muster ist halt ein bisschen aufgebrochen. Zack. Ja. Es wird heller. Es wird heller von Sinn. Ich bin drin. So. Und hier machen wir das mal in so seichten Linien, ne? So seichte, leichte Linien. So, und das können wir jetzt alles schön ausmustern als Wohngebiet. Nice. Ist zwar jetzt ein bisschen weit weg vom Gewerbe, aber dafür werden wir hier später nochmal was hin tun, sobald das wieder ganz, ganz gefragt ist. Und außerdem, je mehr Leute da jetzt einziehen, desto mehr Steuergelder kassiere ich. Und ich mag Steuergelder sehr, sehr gerne. Okay. Worum gilt es sich als nächstes zu kümmern? Der Strom ist okay. Das Abwasser ist okay. Müll ist okay. Was braucht ihr denn hier? Was geht ab? Das ist im Normalbetrieb. Irgendwas ist hier aber. Irgendwas stimmt da nicht. Nicht genügend Arbeiter. Ah, okay. Ja gut, zur Industrie ist diese Verknüpfung tatsächlich ein bisschen... Ach, ich bin so dämlich, ne? Ich vergesse immer das Wasser. Zur Industrie ist die Verknüpfung tatsächlich ein bisschen schlecht hier. Andererseits, was soll ich aktuell tun? Ich kann jetzt nicht so viel leider machen. Weil in die Ecke kann ich nicht viel bauen. Ne? Hätte ich eine andere Ecke kaufen müssen. Aber ich will halt viel Bauplatz jetzt erstmal haben. Okay, ich habe aber den Eindruck, dass, also vom Wasser sollte das ja eigentlich noch dicke reichen. Vom Strom könnte es vielleicht wieder knapp werden. Das heißt, ich baue schon mal ein bisschen was dazu. Die haben dann aber auch alle, also die stehen sich auch nicht gegenseitig im Weg, ne? So ist es jetzt auch nicht. Die haben alle eine schöne Produktion. Ich will halt wirklich, ich will da mal ein bisschen ins Voraus gehen, weil nicht, dass am Ende irgendwie alles wegbricht und dann haben wir es nicht. Aktuell können wir es uns ja holen. Okay, die brauchen echt dringend Arbeiter. Mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Soll ich ein Gewerbegebiet hier hinten mal hinpflanzen, wo schon die dicke Straße ist? Dann können wir nämlich es mal... Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich hoffe nur, das resultiert nicht darin, dass Erik am Ende 23.000 Sachen im Verkehr fixen muss. Wir machen mal so einen schönen Kreis hier. Und dann basteln wir da drumherum mal so ein bisschen Gewerbe. Klingt das super oder klingt das super? Ach, ich bin noch im Curvature-Modus. Das will ich natürlich nicht.
So, wir bauen mal hier so ein kleines Dreieck da rein. Okay. Und dann bauen wir hier noch so ein Dreieck rein. Und jetzt können wir theoretisch hier so ein paar... Ah, ich muss ein bisschen was von dem Wald jetzt leider wegklatschen damit. Aber ist okay. Oh, mein Computer mag gerade irgendwas nicht. Irgendwas gefällt ihm gerade nicht. Ich hoffe, ihm gefällt die Aufnahme, weil die muss er machen. Haha, da hat er gar keine Wahl. Okay, schauen Sie mal, noch ein neues Grundstück. Lass mich doch erstmal klarkommen mit dem, was ich hier habe. Können die Leute nicht genug kaufen oder? Nicht genügend gebildete Arbeiter oder die Leute verdummen in meiner Stadt. Woran könnte das denn liegen? Wir haben nichts, ne? Wir haben hier nichts. Das hier ist 24.000. Aber ja, die Leute haben auch alle nur Grundschulausbildung, ne? Gebildet sind nur 25% und gut gebildet 20%. Ungebildet sind 55%. Also ungefähr wie in meinem Gehirn. Ich bin ein Schlappschwanz, ne? Ich habe wirklich... Würde man mir Müsli anbieten und hätte gesagt, jo, du hast... Ich habe da vorher reingekottet, dann hätten die Leute gesagt, jo, das frisst der, weil der ist so dämlich. Und sie haben recht. Ich bin wirklich... Ich hoffe, dass dieser kleine... Okay, komm. Ich gehe gar kein Risiko ein. Ja, wie versorge ich euch jetzt mit Strom? Ihr wollt auch keinen Strom haben, ne? Ihr wollt ihn einfach nicht. Sonst hättet ihr ihn doch euch schon geholt. Außerhalb der Stadtgrenzen. Das ist doch dumm, was ich hier tue. So. So. Und so. Das ist nicht verbunden. Ey, das kann nicht sein. Doch, jetzt ist es verbunden. Ich hoffe, dass ich das irgendwann abreißen kann, weil Bock darauf, dass das da stehen bleibt, habe ich jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. So, wie geht's der Müllverarbeitung? Da ist ein bisschen Müll, aber ich glaube, das kann man aushalten, oder? Ah, welches ist das von euch? Du hast Müllberge. Ja, okay, ihr seid aber auch scheinbar... Ah, ihr seid gar nicht so blöd, aber ihr seid 8 Jugendliche. Das heißt, ihr seid einfach verschwenderisch mit eurem Müll. Ihr achtet nicht auf die Umwelt. Ihr trinkt bestimmt euren Alkohol aus Plastikbechern, die ihr danach in den Park schmeißt, ihr ignoranten Arschlöcher. So, ich habe jetzt noch 4 Minuten auf meiner Uhr. Diese 4 Minuten würde ich gerne sinnvoll nutzen. Haustierroboter kommen bei Kindern unfassbar gut an. Warum keine echten Haustiere? Hasst ihr eure Kinder? Habt ihr irgendwas gegen die? Okay, irgendwas ist schon wieder mit dem Müll. Aber die... Ja, eigentlich passt alles. Viel mehr kann ich denen nicht geben. Was ich denen geben könnte, wäre noch ein Friedhof. Okay, lass mal... Das war komisch. Was ist das jetzt hier? Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ist das passiert, was ich denke? Oh nein, 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 nein. War das jetzt ein Stromschlag und die Leute hier sterben? Ich kann nichts wegplanieren. Es geht nicht. Ich kann nichts machen. Warum nicht? Das muss doch einfach gehen. Ich muss das doch abreißen können. Das kann doch nicht sein. Oder reicht es einfach, das zu ersetzen? Eigentlich ja, ne? Geht's wieder? Okay, es geht wieder. Aber vielleicht ist das irgendwas, das nicht mein Spielstand ist, dass ich deswegen nichts abreißen kann. Aber ich kann ja alles andere genauso spielen. Da müssen mir die anderen, glaube ich, mal irgendwie helfen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ey, weh, es gewittert nochmal und mir geht hier noch irgendein Kraftwerk kaputt, ne? Darauf hätte ich wenig Interesse. Das wäre dumm. Okay, aber es sieht... Von den Problemen sieht alles ganz okay aus. Wir haben relativ gute Finanzen. Sogar ziemlich gute, wenn ich das gerade mal sehe. Wir haben mehr als genug Straßen für die Sachen. Wir haben ein Bildungsproblem. Das müssen wir mal fixen. Das heißt, ich hole uns jetzt mal... Brauchen wir noch eine Oberschule oder brauchen wir eine öffentliche Bibliothek? Meine Antwort darauf wäre, warum nicht einfach beides? Wie wäre es denn hier mit einer Bibliothek? Ja, der Kreis ist nicht so groß, wie ich es mir erhofft habe. Und eine Oberschule... Vielleicht für euch eine eigene Oberschule?
Ah, wo ist denn noch nicht belegt? Da ist noch nicht belegt. Pack hier mal eine Oberschule hin, direkt an die Windkraftwerke. Damit die direkt mit linksgrün versiffter Propaganda zugemüllt werden in der Schule. Und dann auch direkt hier eine Grundschule. So, das sollte das Bildungsproblem ja auf jeden Fall schon mal lösen. Wenn man ein Problem hat, hat man ein Problem. Und löst es bitte auch. Dankeschön. Polizei können wir bisher nicht gründen. Nein, die Bevölkerung geht gleich zurück. Nein! Schwankende Zahlen! Okay, ja, wenn hier hinten irgendwer umgebracht wird, ist das der Polizei aktuell noch ziemlich egal. Die Polizei bietet kleine Lagerräume mit sicheren Türen zur Miete an. Das klingt nach einem Gefängnis. Okay, ich habe jetzt noch eine Minute. Ich würde diese eine Minute eigentlich sehr gerne lustig nutzen und sagen... Ah, Gefälle zu steil. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich würde gerne sagen... Ah, Gefälle zu steil. Ich will hier was schreiben. Ich kann nichts schreiben. Kann ich das wenigstens wieder wegmachen? Ja, das kann ich wieder wegmachen. Okay, vielleicht kann ich meine eigenen Sachen wegmachen. Nee, Gefälle zu steil. Ich kann hier nicht Hi schreiben, oder? Doch, hier geht's. Ha. Ah, Gefälle zu steil, Gefälle zu steil, Gefälle zu steil, Gefälle zu steil. Dieses Kackgefälle. So. Hi. Er muss denken, ich bin dumm. Muss mich für blöd halten. Aber tut er, glaube ich, eh schon. Hallo? Da ging's doch eben. Eben ging's. So. Ma. Jetzt muss ich mich aber ranhalten hier. Ma. Ma! Kackgefälle. Ich hasse das. Was bildet sich der Berg ein? Ich will das noch schreiben, Leute. Ma. Hier kann ich wieder schreiben. Ma. Hier wieder nicht. Hier wieder. Mal. Muss das eh echt jetzt hier unten hin? Malle. Ja, sagen wir Malle mal hallo. Vielleicht, das ist jetzt meine Hausaufgabe für ihn. Vielleicht schafft er es, das hier irgendwie in ein sinnvolles Straßennetz zu integrieren später. Ansonsten werde ich jetzt nochmal alle Budgets kürzen und mal gucken, was Malle macht. Also Leute, vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, lasst nichts anbrennen und richtet Malle schöne Grüße aus. Ich mein's 100% böse, was ich hier gerade mache. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, tschüss. So, wird jetzt gleich fertig. So, zu Ende. Hui!